Alte. Sie versucht wirklich mal reinzukommen, die Alte. Da war ich doch gerade drin, du. Nee, hä? Na doch, sieht leer aus. Hä? Ich hab doch erst einen Wohnwagen leer gebummelt. Warum ist der hier? Müssen mal reden. Oh, das sieht aus wie Kaffee, oder? Ne, Blaubeer. Egal, nehmen wir mit. Oh oh. Diese alte Schrapnulle. Ich, wo die hockt. Hässlicher Kerl, du. Böser Wauwau, bleib da drin. Gib kein Leckerchen für dich. Taschen voll. Willst du jetzt endlich den Schnabel? Ups. Eben gut Plastik, die Dinger. Da müsste ich jetzt mal nachgucken, ob ich nicht ein paar Stühle scrappen kann. Ne? Ich nehme die ja immer mit. Ja, das kann ich auch vorscrappen. Grill kann ich vorscrappen. Nicht den Heli, bitte, danke. Da müsste ich eigentlich doch dann schon ein paar Bände machen können. Hat auch wieder Platz. Fertig. Okay, weiter will ich gar nicht durchgucken. Ich will nicht so viel scrappen. Je weniger ich scrappe, umso mehr bleibt übrig, wenn ich es in die Furt stopfe. Beispiel eigentlich gar nicht mag es Loot Respawn. Kann ich nicht leiden. Dann läufst du einfach nirgendwo mehr hin, entdeckst gar nicht die Karte, sondern bleibst da, wo du bist und lootest immer wieder die gleiche Hütte. Oder Karten mit sehr starken Lootquellen, wo die gleich 3-4 Mal auf der Karte sind und dann nur diese Lootquellen abgammeln. Andi, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Langzeitiges Projekt. Ja, die Großstadt leer looten und jedes Haus, was gelootet ist, wird abgerissen. Wir haben doch den Hammer, wo ist das Problem? Hammer. Ich glaube, dann sind wir die Einzigen, wo der Spielstand, je älter der Spielstand ist, je performanter wird er. Aber ist ja schnell eingerissen, ne? Dauert 10 Tage, bis was kommt. Jo. Ich mag das nicht. Oh, kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Hat Vorrang. Boah, du kleines Arschloch. Wo kommst du denn her?
schon mal fragen. Ihr habt ja bestimmt eine passende Antwort. Naja, machen aber manche, ne? Ich finde das nicht cool. Also für mich ist das nicht. Ich mag auch eigentlich den Lootrich-Spawn nicht. Wir haben ihn hier immer noch nicht aus. Müssen wir auch mal machen. Du verfluchter. Okay. Noch was drauf. Ups. Warum zum Kuckuck habe ich Bier in der Tasche und kein Honig? Hast du eine Infection? Wir haben keinen Honig mehr. Weiß ich, dass ich das deaktivieren kann. Vitamine. Vergesse ich nur immer. Nee, Honig ist keiner mehr da. Aber ich glaube, ich habe eine Pille mit. Nee, behalt die mal. Nee. Behalt die mal. Ich guck gerade in meinem Internet, ob ich irgendwas habe. Ja, lass die Infektion ein bisschen weiterlaufen und zu Hause nimmst du einfach eine Pille. Eh danach besser. Ich kann sogar die ganze Horde deaktivieren, wenn ich lustig bin. Wenn wir bauen, machen wir das vielleicht doch sogar. Ein 1%, alles gut, kein Stress. Einfach Frame irgendwo dran kleben, ne? Steht vor der Tür. Ja. So, zacht. Geht doch nichts gegen einen Löschframe oder so. Hast ein Haus fertig und kannst da so einen klebsten Frame dran und plupp, die Hütte ist weg. Also für unsere persönlichen Spielweisen wäre das ganz cool. Die Quintessenz? Nicht wirklich die Quintessenz. Das ist namensgebendes Mechanik, aber mehr auch nicht. Die Hütte daneben. Die schon offen ist. Keine Markierung hat. Dann war ich das nicht. Frag jemand anders. Okay, ist nicht hier lootet. Das wollte ich eben mal machen. Da haben wir jetzt den Tämmerchen für. Mal reingucken. Nee, haben sie echt nichts reingemacht, ne? Das ist ja doof. Schade. Okay. Was hast du? Hier ist ein Loch im Fußboden. Was haut immer aus? Ist dir zu blöd mit dem Haut? Shit. Was ist los? Runtergefallen. Also. Kann ich auch tatsächlich verstehen irgendwo, ja. Wenn wir wirklich das Bauen anfangen, dann will ich keinen Stress haben. Wir sind beide nicht sehr kreativ. Und wenn wir uns dann wirklich mal hinstellen. Nicht in diesem Spiel, nein. Und wenn wir uns dann hinstellen und bauen, dann will ich nicht, dass die Horde noch um Pissel geht. Interessant. Ey, du Depp, steh mal auf. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Wir haben auch immer viel Spaß an den Horden, das muss ich ja zugeben, aber die geht halt, ne, die kommt zu häufig. Also gerade wenn du baust.
Dann hast du noch die Wanderhorden. Nee, 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 nee. Wenn wir bauen, machen wir die aus, ne? Mhm. Horde immer aus? Herr Thorsten. Ja, jetzt es steigt. Nicht schlimm, wenn es zu hoch ist, fährst du nach Hause und dann holst du dir eine Anti. Fahr doch nicht nach Hause. Bitte? Fahr doch nicht nach Hause. Naja, also ich habe die Taschen zum Beispiel auch schon Stehkragen voll. Irgendwann müssen wir nach Hause. 2, 3, jetzt spinnt er rum. Wo ist hier jetzt in der Untergefallen? Ja, das werden wir vielleicht fürs Bauen, also ziemlich wahrscheinlich sogar machen. Na ja, Olli, er hat recht. 2, 4. Ja klar, natürlich. Aber das muss er nicht alle 5 Sekunden auf Rot geschmiert kriegen. Warum nicht? Jetzt mal was los. Nee, weg, alle weg. Zu viele verbraucht heute. Kann aber nochmal genau nachgucken. Das ist Bier. Geldrute. Nicht Geld, Gold. Du kannst aber mal gucken, ob du einen Baumstumpf findest und den mal eben... Da kommt doch kein Honig mehr raus. Doch, das ist doch, was wir festgestellt haben, du Nudel. Ich hab da noch nie Honig rausgekriegt. Ach, jeder 5. oder 10. Baumstamm gibt einen Honig, aber vielleicht hast du dann gerade mal Glück. Haben wir doch reproduziert und geprüft, war richtig. Honig kommt, ja, nur nicht jedes Mal. Recipes. Was mit der Frage? Genau, ja. Hm? Ja, früher kriegtest du das ja fast regelmäßig, nur oder fast immer. Die Chance ist nur reduziert worden. Die Heizung nehme ich aber auch mit, da kommt doch wieder was raus. Deswegen bauen wir auch aktuell so viel von allem ab, weil wenn wir alles haben, haben wir alles. Und dann können wir auch mal reichlich Munition kräften. Meine Güte. Denn los mit mir. Mund zu trocken. Kann er ja versuchen. Und wenn ich einmal Honig habe, gebe ich den auch nicht mehr her. Dämlicher Kojote. Achso. Anni, bist du in der Nähe? Ich bin in dem Haus neben dir irgendwo. Hm. Kommt eine Schreierin. Ich habe 2 Rezepte, die solltest du dir mal angucken. Sag mal. Was? Ach, ist nix. Gar nix. Was? Ich lud ein Wohnwagen, komm raus, ganze Straßenzug, alles leer gelootet. Überall steht ein Würfel. Hast du die jetzt markiert oder schon gelootet? Nein. Krass. War fertig. Boah. Level up, danke. Weiß nicht. Das mag ich, das neue Zerfallsystem sieht gut aus. Moin, ich fall mit der Tür ins Haus, alles gut. Reicht doch nicht gleich wie ein Mädchen. Warum nicht? Kann ich doch nicht. Mein Zombie. Nein, da war Loot drin.
doch nicht mit dem Hammer hauen. Gucken wir, was auf dem Dachboden los ist. Hallo? Einer da? Gucken. Nö, ne? Glaube ich. Damit. Oh, ein Hund. Ja, kann man erstmal mal kurz machen für 2 Minuten. Das war. Genau. Schon wieder die Tasche voll. Glas kommt immer mehr dazu. Blei ist okay, kann ich die Anglerblei einfach jodeln. Morgen. Einen schönen guten Morgen, Kleines. Na, gut geschlafen? Wie geschlafen? Nicht? Ich habe mir hier so ein frisch bezogenes Bett gesucht und hab gepennt. Komm mir klar. Brauch ja nichts looten, überall wo ich hinkomme, ist schon alles leer. Baut wirklich alles ab. Bauplan Magnum. Ich habe gerade eine Magnum gelernt. So, jetzt müsste ich mal die 2 Baupläne mit dir abchecken, ob du die schon kennst oder nicht. Wenn nicht, verlöffel ich mir die. Da, wo du noch nicht warst. Haha. Andi ist nun ja Looter, genau. Ah, da bist du. Guck mal eben. Ja, ist mir schon klar. Nee, die ist recht zügig. Ich genieße es im Moment. Das ist so wie Space Engineers spielen im Stream. Geht's im Moment mit 7 Days für mich. Scheiße. Entschuldigung, so böse Worte. Gib mir mal, gib mir. Ja, ich habe sie gefunden. Okay, das kenne ich selber noch nicht. Eigenbedarf hat Vorrang bei uns. So, guck mal. Wenn du die natürlich kennst, dann gibst du mir wieder und dann gönne ich mir die. Kennst du? Ja. Okay. Kennst du das? Warte, ich lass mich erstmal die Punkte gönnen. So. Nein, danke schön. Das hier kannst du auch haben. Habe ich schon gelernt, war Härte 2. Kenn ich, also Punkt, gönn dir. Wo ist es denn jetzt wieder hin? Ja, ja, genau so geht mir das auch immer. Ja, vielleicht sollten wir mal ein Auto aufstellen oder so. Oder direkt den Heli, wie meinst du? Willst du nach Hause? Nee, aber dann können wir da ablooten. Ja, können wir mit dem Auto machen. Bitte? Können wir auch ein Auto packen. Ne, dann müssen wir aber das Auto später wieder aufheben und den Heli nicht, ne? Okay, dann schmeiß den Schraubhuber hin. Ja, du musst ja eh fliegen. Nö. Aber sowas von. Nö, mach ich nicht. Ich bin hergeflogen, du fliegst zurück. Nein. Doch. Auf keinsten.
Auf jetzt'n. Nopst. Auf jetzt'n. Gackt's nix. Ich entsperre ihn. So, und dann mache ich auch direkt hier Essen. Medi. Ich will einen Honig, keine Schmerzmittel. Ich habe keinen Honig. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Ah, ich habe gesperrt. Dann kann ich auch einfach den Knopf drücken. Und tschüss. Nee, ich habe was gefunden, was du vorhin verloren hast. Ja? Arschlöchchen. Nur was für ein Mädchen nicht reicht. Ach ja. So, Moped ist wohl wieder voll. Guck mal, hier, Auto gefunden, ne? Schon gelootet. Weißt du, aber daneben ist eine Kiste mit Medizin, die bleibt stehen. Ja, ich nicht gesehen. Ich hab das Auto gelootet, ja. Wir können auch mal weiter reinfahren in die Stadt, lassen den Heli hier stehen. Ne? Markieren wir uns das eben, Teli sozusagen. Gehen weiter rein in die Stadt. Nehmen das Auto für weiter rein in die Stadt und gucken, ob wir ein Krankenhaus schnell finden. Hältst du davon? Komm hier. Eine Marci an. Ups, ich hab gar keinen Sprit. Wow, bitte nicht zu viel. Hattest du irgendwo einen Schlafsack gelegt? Ja, klar, haben wir doch vorhin, als wir in der Wüste ankamen, schon wieder vergessen. Ich hab keinen gelegt, ich hab zwei auf Tasche. Mach ich aber jetzt hier. Vielleicht sollten wir mal ein Heli zu Hause lassen. Was wollte ich, da ist der Sprit. Kann ich endlich mal mein Auto tanken? Okay, 25%. Ich habe bis jetzt noch keinen Honig aus irgendeinem Baumstamm gekriegt. Also, verriegelt, kann ich einsteigen. Come on. Machen wir ja jetzt. Wir könnten aber auch ohne Schwierigkeiten nach Hause fahren, fliegen. Was sich ja auch lohnen könnte. Hier sind nur keine Baumstümpfe, das ist so das Problem, ne? Wir sind Wüste. Und hier gibt's kein Krankenhaus. Ja, ein Poppenpilz würde ja auch genügen. Den gibt's hier auch nicht. Das ist nicht ein Krankenwagen? Paramedik? Nee, dafür ist, wenn es zu spät ist. Ist Walking Stiff. Ja, in den Heli und Abflug, genau. Kommst du? Lass doch ja, den armen Zombie hier an die Wäsche. In Ruhe. Der wollte mir eine Wäsche. Ah, okay, dann gehört drauf. Immer drauf, drauf, drauf. Bist da immer im Kreis gefahren. Hatten wir nicht den großen Superbunker gesehen gehabt aus der Luft? Der war irgendwo in der Wüste. Ja, da müsste es auch so was geben. Guck mal hier, überall stehen schon an die Würfel rum. Weißt du, ich soll da überhaupt noch zu irgendwas kommen. Guck dir das an! Und wenn die dann kein Antibiotik auf Tasche hat, ist das schon echt heavy. Ich hab hier. Ist das die ganze Stadt? Echt jetzt? Nee, warte mal. Geh mal zum Heli zurück. Zum Heli zurück? Naja, willst du nach Hause? Du willst nach Hause? Du willst nach Hause, hast du eben gesagt. Wow. Da fährt er die Dinger wieder um. Absolut, die ist echt gut. Komm, rein hier. Ja.
Aber wenn ich am Anfang nur schnell bin, bis Andi wieder ihren Ninja-Skill drin hat, dann bist du immer am Schimpfen. Aber so nach 2 Stunden hat sie ihren Skill wieder drauf und dann tjung, tjung, tjung. Du siehst immer so einen Schatten in den Häusern und kannst gucken, was übrig bleibt. Wo ist denn das?